Und welcome back, meine Lieben, im Match Svenny gegen Alucard auf der Nervous System Season 5 Map in der dritten Liga. Und die dritte Liga ist ja heute irgendwie den ganzen Abend gefühlt dran. Ist doch die dritte Liga, die noch dazwischen waren. Jetzt gucken wir mal auf die Tabelle. Also der Freedom hat jetzt plus 3, 51 Zähler, plus 1 durch die Niederlage. Also, ja, geht da nochmal ein Lost Point. Wobei die gelbe, ja, war ja eine. Nee, hat er da eine gelbe? Nee, hat gegen Ryder eine gelbe gehabt, ne? Ich glaube, hier hat er noch gar keine gelbe gehabt gegen Medinex. Wobei, gleicht sich. Also 51 Zähler bleiben. Hat er jetzt und mit einer Niederlage. Also 18 Spiele, 17 Siege, eine Niederlage und sein Kontrahent, der Alucard, der ja gegen die Svenny spielt. Gucken wir mal unten. Der Svenny, den sehe ich da. Platz 7 aktuell. Mit 19 Zählern, 5 Siegen, 6 Unentschieden, 4 Niederlagen, also sehr moderat im Schnitt unterwegs. Hat aber die Möglichkeit, näher an den Terry ranzukommen. Und der Alucard, ja, der auf guten Weg nach oben, ne? Also wenn er so weitermacht, dann könnte er in die zweite Liga aufsteigen. Könnte sogar den Chefkoch und den Endurance hier einholen mit dem Sieg gegenüber den Svenny. Was meint ihr? Packt das oder packt das nicht? So, wir ab ins Match. Rein mal. Gucken wir, wo der Svenny abgeblieben ist. Den haben wir hier. Mit den Sowjets spielt er. Und oh, er nimmt sich hier selbst die Brücken. Okay, der muss aber aufpassen, dass der Alucard hier nicht die Brücken wegnimmt. Das sieht nämlich gerade so aus. Wenn er nämlich jetzt hier die Brücken wegnimmt, der Svenny. Ah, gefährlich. Ich glaube, der Svenny macht sich das Leben jetzt selber schwer. Ja. Wenn Alu reagiert. Ja, guck, er fährt hier schon hoch. Alu kommt mit der Rammelkiste hier. Er ist übrigens First Place hier rechts unten. By the way, die schlechteste Position, die man nur haben kann. Also, im Base Drop. Ja, fängt aber noch nicht an, die Kanone zu schwingen hier. Wer mal Zeit. Hi, moin, André. Schön, dich zu sehen. Svenny will sich selber abseilen hier. Der will sich selbst hier runternehmen. Okay. Okay. Ist er sich dessen bewusst, was er da tut? Ja, Alu nimmt die Brücke raus. Er dankt sich jetzt. Er bedankt sich bei Svenny. Garantiert. Er ruft wahrscheinlich rüber und winkt schon mal. Weil Svenny hat sich hier schon abgeschottet, hat sich selber die Brücken zerstört. Er geht auf defensiv. Defensiv bedeutet aber auch, dass Alu die ganzen anderen Inseln jetzt locker einnehmen kann. Und dann wird ihm irgendwann die Kohle sehr, sehr schnell ausgehen. Guck mal, ja, ja. Er geht komplett auf defensiv. Halt dich für eine falsche Taktik. Gerade mit den Sowjets. Ist nicht gut. Wirklich nicht gut. Selber abzuschotten. Das macht für Alucard das Spiel sehr, sehr leicht. Nee, die Brücken lassen sich hier tatsächlich in dem Teil Alarmstufe Rot nicht. Erstmals, glaube ich, mit Tiberium Sun wurde das eingeführt. Und dann mit Alarmstufe Rot 2 und so weiter. Dass man Brücken reparieren kann. Hier bei Alarmstufe Rot leider nicht. Geht nicht. Es wäre noch eine Möglichkeit, das wäre cool, wenn man das hier machen könnte, weil das würde ein ganz anderes strategisches Verhalten hier erklären. Oh, das wäre möglich, ne? Ja, strategisch anders vorzugehen. Aber oh, Alucard auch schon im Vorwurf. Oh, erste gelbe gleich, oder was? Oh, das war knapp. Da hat Alu aber gut reagiert. Fair reagiert, also wirklich fair. Das ist der gelbe gewesen und dann hat er vielleicht Lost Point, den er vielleicht einfährt. Ich will jetzt nicht die Wetten manipulieren. Doch. Das weiß er. Jetzt, wenn ich weiß, man kommt hier nämlich relativ unbeschadet hier oben dran vorbei hier. Vielleicht auch gar nicht so verkehrt, aber dadurch, dass Alu hier rüber gefahren ist, steht er halt zuerst da. Und wenn Alucard jetzt fies ist, baut er ein paar Kanonentürme. Ja. Wenn ich hätte, wenn zuerst hier die Brücken rausnehmen müssen. Und dann könnte er, wenn er sicher sein will, immer noch die rausnehmen. Jetzt hat er sich ein bisschen hier ins Abseits geschossen auf der Map. Ist halt schwierig.
Da baut hier vorne jetzt. Ich bin so gespannt. Aktuell hat Svenny die Kohle. Und Alu ist wieder der typische Peter Zwegert-Typ. Fährt hier wieder mit mangelnden Ressourcen hier durch. Ja, die 5 Jahreszeiten. Ja, genau. Red Alert ist die 5. Jahreszeit. Lärmschiffbrot. So, da kommen die ersten schweren Panzer. Die triggern. Ja, weil die zu nah oben rangefahren sind, jetzt den NPC. Das wird eine spannende Kiste hier. Also aktuell, wie sich Svenny da aufbaut, hat er die Chance, hier den Alu rauszunehmen. Alu, ja, der macht hier aktuell noch gar nichts. Okay. Also, er dreht es interessanterweise so ein bisschen, der Svenny. Aber auch unerwartet. Wirklich völlig unerwartet. Dass er über oben fährt, die Brücken sich selbst da unten links rausgenommen hat. Ja, die Mammuts, die sind ungeduldig. Und hier hat Alu sich jetzt ein bisschen zurückgezogen, Kanonenturm. Ich denke mal, jetzt geht er hier in der Expansion. Mal sehen, ob er es anstrebt, hier die Mitte hier rauszunehmen, zur Sicherheit. Falls nämlich der Svenny hier noch mehr aufstockt. Ich kann mir vorstellen, dass er hier gleich noch eine Waffenfabrik baut. Ja, 3,5 Minuten haben wir noch. Er fährt mir den Bau weg. Oh, er geht sogar in die Defensive. Ah, kann doch nicht sein, ne? Also eine Spielentwicklung, mit der ich absolut niemals gerechnet hätte. Ja, wenn er jetzt auf Zack ist, ja, da kommen schon die ersten Rammelkisten rüber. Ja, die können wehtun. Aber gegen so viele schwere Panzer und eine Tesla. Nee. Das könnte was für den Sowjet werden. Und nein, die Schiffe können nicht unter die Brücken durch. Meine Lieben. Leider nicht. Aber dafür müssen die Brücken zerstört werden. Also kann man auch die Mammuts einen nach dem anderen rausnehmen. Da kommt der Kaserne hier. Oh, warum gar nicht hier weggehen? Wir gehen mal eben kurz durch die Mainbase und schauen mal, was so aufgebaut worden ist. Also bei Svenny, normal Wett. Ja, Waffenfabriken, Raffs, Rempfeld für den nächsten Bauhof, der ja schon rausgekommen ist. Der ja schon hier drüben unterwegs ist, beim Alu. Ja, auch 2 Waffenfabriken, auch ein weiterer Bauhof. Das ist, glaube ich, der Bauhof, der jetzt zurückgezogen hat. Checkt er jetzt nach oben. Und hier die Kanonentürme. Der eine, den er gebaut hat vom Alu, der geht auch schon an die Front. Aber irgendwas? Wo ist denn hier? Ach da, er nimmt die Brücken raus. Zumindest die obere. Die ist jetzt raus. Ja, Waffenfabrik steht jetzt beim Alu hier drüben, aber keine Kohle. Die 2 Minuten, die reichen nicht mehr aus, wenn er hier so weiter produziert, gegen Svenny hier in der Mitte standzuhalten. Dann hat Svenny wieder ein gutes Standing hier. Oh, 2. Kaserne. Und mit Grenadieren. Oh, dafür mal eine nette Kombo. Grenadiere hau da raus. Neue Verbundtechnik hier. Ah, das könnte interessant werden. Grenadiere sehen wir sehr, sehr selten. Hier Alarmstufe Rot. Die sind ja eher so Main Fraggle, jetzt wollte ich sagen. So die Main-Infanteristen für der Tiberium-Konflikt. Die einfach saumäßig stark sind. Ich finde da auch die Brücke hier raus. Feuert aber so ein bisschen auf die falsche Position. Dauert ein bisschen zu lange. André hatte ich schon mal. Hatte ich tatsächlich schon mal. Aber die Spieler empfinden das als zu viele Wettbewerbe. Wir wollten mal einen DFB-Pokal, also so eine Art DFB-Pokal hier bei der Liga auch noch parallel laufen lassen. Nur die Meister der jeweiligen Ligen entsprechend drinne sind. Allerdings ist das halt auch wieder viele Organisationen. Mal sehen. Ich habe da, guck mal, habe ich mich lange nicht mehr mit beschäftigt. Ja. Halt hier nach und nach. Die gelbe Karte hat es auch geregelt. Wird hier schon signalisiert. So, Cooldown in 15 Sekunden vorbei. Bleibt bewusst gerade in der Mitte hier, weil rechts und links einfach nichts passiert. Es wird hier losgehen.
Philipp hat gelbe Karte gezeigt. Deswegen. Wer weiß, was ihr gesehen habt. Ich hab nichts gesehen. Das Schule war ja in Ordnung. Ja, also das ist ja ein Dev-Gebäude. Und jetzt geht's hier los. Und zwar geht Alucard auch mit. Alucard wird hier brachial erliegen. In die Sowjets. Vor allem, weil da so viele Testerspulen mit dabei sind. Das war abzusehen. Aber Alu ist gut bedient. Er hat die Brücken mindestens hier nochmal rausgenommen. Das musste sein. Sonst wäre der Svenny einfach da hochgefahren. Alu verkauft. Er geht nochmal zur Sicherheit, fährt eigentlich nochmal rum, hat nicht die komplette Sicht. Ist halt mit Sowjet unterwegs, hat auch glaube ich keinen Flughafen. Das verstehe ich dann immer nicht, ne? Als Sowjet sind die Flughäfen mit dem Mix einfach so unwahrscheinlich wertvoll. Und gegen Alucard, guck mal, der Fiesling, der kommt mit Spionen. Ja, ja. Er hat Angst, der Alu. Er dichtet sich schon ein. Er hat schon das schöne Lötdicht hat er hier. Er bleibt dezidiert auch zurück. Okay, er ist schon komplett in die Defensive. Er denkt gar nicht mehr an die Mauern. Leute, wie lange haben wir keine Raumtrenner mehr gesehen? Leute, ich habe ganz vergessen, dass es die gibt. Jetzt ernsthaft, ich war gerade total verwundert, weil wir die ja ewig schon nicht mehr gesehen haben. Und guckt euch mal an, was das bringt. Die Mammuts haben dann... Es ist unglaublich. Ich habe echt vergessen, dass wir die bauen können, meine Lieben. Ich habe ja Looking for Freedom. Es ist eigentlich wieder Zeit für David Hasselhoff. Ich habe das völlig vergessen, dass wir Mauern bauen können. Weil wir es so selten haben. Und ich würde mal sagen, das ist schon locker über eine Season her. Wahnsinn. Ich bin baff. Ey, echt baff. Dass der Katabaff ist, ne? Wegen Mauern, weil die mal gebaut werden. Ja, es ist wirklich so. Leute, ihr könnt mir das auch bestätigen. Wann sehen wir sowas mal? Genau, niemand hat vor, eine Mauer zu bauen oder zu errichten. Der Svenny schon. Back to the Earth. Und jetzt geht er mobil. Und er hat die Masse. Eine sehr starke Masse. Und wenn er Fokusfeuer macht. Ja, passt, ne? Er spielt die Russen, ne? Alucard kommt ins Schwitzen. Tesla Trooper wären genau Silent Staff jetzt richtig. Ja, das war nicht so ganz gut, aber geil ist, dass er hier in der Mitte schon mal abernten kann, ne? Eieiei. Hat er gemerkt, da fehlt noch ein bisschen was. Und Tesla Trooper, er hat gar keine Tesla Trooper gebaut. Hallo, er ist Sowjet. Tesla Trooper Mix. Bauen und vor allen Dingen eine neue Waffenfabrik. Bau die mal hier bitte hin. Kannst du da hinbauen? Denn dann hast du den Vorteil, dass du da besser produzieren kannst und die Panzer kommt doch so schwer da raus. Das ist doch nicht gut. Ne? Das geht dahin. Also, das brauchen wir gar nicht jetzt versuchen. Da fehlen einfach noch andere Einheiten. Rockets oder Tesla Trooper. Ich würde hier die Tesla Trooper vorziehen. Wobei, so langsam dünnt Alu hier vorne auch aus.
kommt schon wieder ein bisschen Nachschub. Und Alu geht die Kohle aus. Das heißt, zwangsläufig wird ihm das hier vorne ausgehen. Ah, hier oben ist er schon dabei, nochmal zu expandieren. Das ist gut. Klar, dass die Kohle gleich wieder so ein bisschen reinkommt. Ja, musst du dicht halten. Kann die ganze Zeit so weitergehen. Solange der Svenny nicht drauf kommt, hier mit Tesla-Football anzukommen, dann kommt hier mit dem Bauhof. Kommt der Konter von Alu. Ist gar nicht mal so verkehrt ist. Ihn jetzt ein bisschen zu sticheln. Weil er kommt auch wieder ein bisschen an der Kohle ran. Kraftwerk an der Front immer eine ganz schlechte Idee. Ja, Alu geht jetzt ein bisschen mehr auf Druck. Er kämpft sich langsam wieder nach vorn. Zumal er hier oben auch wieder sich aufbauen kann. Ungestört. Wenn man sich auch nochmal die Werften anguckt mit dicken, fetten Kreuzern, ja, dann ist die bitte gleich Geschichte. Ja, ja, ja. Er hat den Bauhof eine Rettung gegeben. Und da. Ah, du musst die hier abschießen. Tesla-Trooper. Jetzt wird das ein ganz schönes Hinterfangen für Svenny hier. Durch die Kreuzer. Bleiben wir eben hier und schauen mal eben kurz die Range an von den Kreuzern, wohin die schießen. Jo, mitten rein in die Base. Einmal hier oben, einmal hier unten. Ja. Und jetzt wendet sich das Blatt. Aber massiv. Zumal der hier im Tümpel was steht. Dann wird es schwierig hier für den Svenny hier unten aufzubauen. Er muss hier zurück. Er muss sich zurückziehen. Ja, da oben alles verpufft. Schade. Es sah echt so aus, als würde Svenny das hier rocken. Aber der Alu kämpft sich zurück. Und das sehr, sehr gut. Weil er hier auf Maximum geht, hier um Kohle ranzuscheffeln. Der beste Spieler. Wir haben keine besten Spieler. Es kommt nämlich erstmal auf die Liga an. Genau, das hat Manaxus ja schon geschrieben. Und zweitens sind die Ligen so krass spannend, dass wir hier von keinem besten Spieler... Die besten Spieler, die küren wir am Ende der Season. Derjenige, der in der ersten Liga Meister geworden ist. Und aktuell ist amtierender Meister der Bye-Bye. Und der Sunny, der kämpft sich so langsam vor. Ja, in der ersten Liga. Hier in der dritten Liga ist es aktuell noch nicht mehr ungeschlagen. Der Freedom auf Platz 1 in der dritten Liga. Und hier auch nochmal ein Tümpel. Er macht's richtig clever. Er ist raus. Er ist raus. Der Svenny ist raus. Kannst du vergessen, was du willst. Die Bauhöfe sind auch raus. Da ist noch der eine Bauhof, den er nochmal in Rettung bringt. Unglaublich. Auch die Kohlen, die reichen ihm nicht mehr aus. Wenn er nicht hier jetzt sich zurückbaut. Hier. Hier hin. Und vor allen Dingen hier auch nicht weiter anfängt zu farmen. Dann geht Svenny gleich die Kohlen aus. Ja. Vor allen Dingen hat er, glaube ich, nur noch eine Waffenfabrik. Ja, gar keine mehr. Das ist raus. Ist raus. Sehr ärgerlich. Es sah sehr, sehr gut aus wie Svenny. Und jetzt kriegt Alu langsam die Überhand. Und wenn er jetzt nur noch Druck macht, dann kriegt Svenny, kriegt das ihn aufgeholt. Von der Produktionsrate her. Hier, an dieser Stelle, wo die ganzen Löcher sind, da haben die Tesla-Trooper vorhin gefehlt. Meinetwegen auch Tesla-Panzer. Danke dir, André, für die Props. Ja, da hat
Ich muss aber auch sagen, hier hat aber auch der, der Svenny ein bisschen gepennt. U-Boote wären noch möglich gewesen. Ah, und jetzt, das kriegt der never ever jetzt noch hin. Weil er hier auch keine Base gehalten hat. Also sich nicht runtergebaut, irgendwie ein bisschen mehr defensiv, wo die Kreuzer erstmal nicht rankommen. Um zumindest Ressourcen zu sammeln. Um sich hier wieder vernünftig in Stellung zu begeben. Hier in der Mitte ist auch schwierig, weil hier auch die Kreuzer sind. Ah, er hat sich nur zurückziehen können. Viele Optionen waren da nicht. Ein Alucard fährt jetzt einfach rum und sortiert jetzt erstmal alles aus, was da noch von Svenny rumsteht. Ja, meine Lieben, also für diejenigen, die zuschauen und Bock haben, bei uns mitzuspielen, nutzt die Chance. Ihr könnt euch noch anmelden für die Season 6. Ihr habt auch noch genug Zeit, denn in der Q-Liga daran teilzunehmen. Die Q-Liga ist ja dafür da, dass ihr Praxiserfahrung sammeln könnt in so einem Liga-Betrieb. Ihr müsst da nicht zwangsläufig alle Spiele spielen, nein. Aber ihr könnt nach Liga-System da spielen. Und ihr habt ganz viele andere neue Spieler dort, die sich da auch neu angemeldet haben oder schon etabliert sind und sich erstmal wieder neu anmelden für die neue Season. Ihr könnt da so viel Support bekommen. Und jetzt kommt noch Counterfire Sale von Svenny. Er hat das so im Sack. Ja, hast du voll recht, Gigi. Wenn das so weitergeht, dann kann ich bald ein 24-Stunden-Spiel machen. Können wir so oder so schon, meine Lieben. Von der Masse an Spielen, die wir haben, könnten wir so viel nachmoderieren. Und könnten sogar Livestreams machen, wo wir Spiele nachmoderieren. Wäre genauso spannend. Hatte ich ja mal gemacht. Hau mir das. War auch mega gut. So, hau mir das. Spiele nachmoderieren. Da wird immer mehr. Es wird immer mehr. Aber das ist schön. Viele, viele neue, liebe, nette Leute hier. Und nette Spiele. Wie hier. Von denen man eigentlich dachte, das macht der Sven. Nein. Alu hat's gedreht. GG für Dalu. Den fand ich gut, mein Naxus. Den fand ich gut. Ja, schade, Marmelade. Das ist ja die letzte Einheit. Da oben, guck mal da. Dürfte eigentlich die Kreuzer jetzt holen. Ja, der beschäftigt sich aber hier gerade mit denen da. Der rennt dann hier schöne Grätsche hier rein, direkt in die Rammelkiste. Pass mal auf. Ja, er versucht dich. Ja, und das war das Match. Wir gucken uns mal die Kohleverteilung an hier. Wie es bei beiden so aussah. Jetzt im Laufe des Spiels. Und Alucard hat richtig aufgeholt. Ausschlaggebend waren nicht nur die Kreuzer, sondern hauptsächlich aus meiner Sicht, dass er sich oben wieder an der wirtschaftlichen Geschichte rangemacht hat und oben links viele Raffinerien gebaut hat. Das hätte ja gar nicht so viele Kreuzer bauen können. Der sah nämlich eine Zeit lang nicht wieder so gut aus. Das sah wieder Peter Zweger, da war Svenny deutlich besser bestellt, weil er zwischendurch auch schon im Gemfeld genagt hat in der Mitte. Ja, aber dadurch, dass sich der Svenny in der Mitte so festgebissen hat ohne Tesla Trooper, hat ihn das hier den Sieg gekostet. So, wir schalten beide mal ein. Olli getestet. Hi. Howl. Hallöchen. Na, wie schaut's aus? Also, wie fandet ihr das Match? Erzählt mal. Also, zu meiner Verteidigung, ich habe zu dir gesagt, ich mache kurzes Spiel, 20 Minuten. Aber nicht in die Richtung, oder? Nö. Ich habe damit auch nicht gerechnet, weil Svenny sah, das sah richtig, richtig gut aus. Und dann hat er nur einen Fehler gemacht, dass er in die Mitte dagegen angefahren ist, ohne Tesla Trooper. Wäre er mit Tesla Trooper angekommen, dann wäre das nicht so ausgegangen. Ah, genau. Doch, die Kreuze hätten mich kaputt gemacht dann, weil ich habe die U-Boote vergessen. Jein. Weil Alu hätte gar nicht an Expandieren oben links so schnell gedacht, wenn du ihn so massiv unter Druck gesetzt hättest in der Mitte. Er hätte erstmal die Mitte beschäftigt. Und dann wäre er gar nicht so auf die Kreuzer gegangen, weil er hatte zwischenzeitlich richtig viele Geldprobleme, der Alu. Also so liquide war er nicht. Das kam erst, als er gemerkt hat, dass er dich in der Mitte zurückdrängen kann und auch ein bisschen offensiv geworden ist. Dann kam erst die Wende, dass Alu dann auch an die Kohle rankam. Das konntest du natürlich nicht sehen, als Sowjet das war.
Ne? Es ist klar, aber... Was? Also musst du dir bei der Wiederholung angucken. Klar überlegen. Ja. Hm. Und dann hat er alles in der Mitte da verloren. Die meisten Panzer. War mir schon fast klar. So, wie kann da jetzt nicht mehr kommen? Ja, und ihr habt mich völlig überrascht. Ich bin vom Glauben abgefallen, auch die Zuschauer. Es gab eine Mauer. Also nicht bei mir. Nee, ich wollte die Mauerpanzer ein bisschen zurückdrängen und ich halt die Mitte das ganze Gold holen kann, aber das war ein Scheißplan. Das war kein... Ach so. Aber nein, aber die Mauer hat für eine Verwunderung bei mir gesorgt, weil ich komplett vergessen habe, dass man Mauern errichten kann. Ich habe das völlig vergessen. Ich habe noch irgendwie vor 3-4 Streams hat noch ein Zuschauer gesagt, ey, man kann auch hier Mauern bauen. Und ich so ganz so, hä, Mauern? bin, glaube ich, gar nicht drauf eingegangen. Oder hab sogar noch gesagt, nee, Mauern kann man hier nicht bauen, kann man nur im ersten Teil bauen. Weil ich es völlig vergessen habe, dass man hier Mauern bauen kann, weil das so selten drankommt. Und... Das stimmt. Es gab, glaube ich, in der letzten Season oder vorletzten Season, da gab es Maps, wo es so effektiv war, mit Mauern zu arbeiten. Und ich bin immer noch der Meinung, wer mit Mauern arbeitet, kann einige Spiele hier entscheidend ändern oder verändern. Ja, gerade als Sowjets mit den Teslas im Hintergrund ist das echt gar nicht mal so schlecht. Hm. Ja, das war mega gut. Ja. War richtig schön. Wir haben einen schnellen Spieltag heute. Also da mal nochmal ein schönes GG hier an den Alu.